Hey, guten Morgen. Aus der Hängematte. War doch schon 2:30, als ich ins Bett bin. Jetzt haben wir 8 Uhr durch. Kann immer pennen. Und brauchen dringlichen Kaffee. Also aufstehen. Siggi pennt noch. Howie habe ich eben gesehen. Es war auch auf der Matte, glaube ich. Sven pennt noch. Der Buschklemper habe ich schon gesehen. Adi ist schon wach. Jo. Gehen wir mal frühstücken oder Kaffee machen erstmal. Mit dem Rest, das ist aber super. Ja, hau rein. Ja, komm du. Also hier wird eigentlich nur gegessen und getrunken. Cola. Ab und zu mal ein Radler. Mal. Nee, Radler sind schon leer. Und jetzt gibt's Hotdogs. Das ist doch kein Autofragen. Ja, nachdem sich der Gruß hat tätowieren lassen, das Endergebnis zeige ich euch gleich nochmal, ist jetzt der Siggi dran. Okay. Ja, das Motiv geht auf unsere letzte Tour in der Pfalz zurück, als wir den geilen Spießbraten gemacht haben. Siggi hat das Ganze dann gezeichnet. Auf Arbeit mal so kurz in 5 Minuten. Ja. Und der Badger setzt jetzt um. Sehr geil. Ich lass mir das auch nicht machen. Nee. Dann ist die Scheidung durch. Schau mal auf. Soll ich das? Wo soll ich denn hin? Hier bei Eisenhardt kann man dann für 2 oder so drauf machen. Das sieht besser aus. Naja, tätowieren halt, ne? Okay, streng ein bisschen, damit es nicht
so ein genauisches wie letztes Mal. Ein Stück Reh hier mitgebracht. Jetzt haben wir hier schöne Reh-Spare-Ribs. Noch ein großer Rippenflügel. Hier ist schon eine ganze Keule zerschnitten. Oh ja, und da kommt noch ein Messer vom Maui. Und jetzt wird hier schön wild gegrillt. Ja, das stimmt. Möchte ich nicht. Bei Null anfangen. Matthias, du hast einfach einen seriösen Kanal, ne? Ja, so. Eben. Wenn Schluss ist, immer noch einen draufsetzen. Penis! So. So, wir haben jetzt auch schon mittlerweile fast 1 Uhr. War wieder ein sehr schöner Abend. Das Reh, was wir eben im Dutch Oven, ich bereite gerade die Zahnbürste vor, was wir eben Dutch Oven gemacht haben, das haben wir zuerst versucht so zu grillen. Das war aber zäh wie Schuhsohle. Und dann hat der Atti und ich das mit ein paar Tomaten, mit dem restlichen Gemüse, was wir noch von den Wraps hatten und einer Flasche Wein, die der Gruß noch dabei hatte, im Dutch Oven dann geschmort. Ja, ich glaube über 2 Stunden war es drin. Ich hätte tatsächlich noch eine Stunde gebraucht. Dann wäre es auch um die Rippen rum zart geworden, sowas um die Rippen herum. Schon noch ein bisschen zäh. Die einzelnen Stücke waren schon noch nicht super weich, aber war okay. Hier hinten fällt irgendwie das Dr. Ost rum. Ja, aber hat sehr, sehr lecker geschmeckt. Ein bisschen Speck war auch noch mit drin. Ja, im Hintergrund hört ihr den Ziggy schnarchen. Der hat wieder seine Schlafapnoe-Störung. Ja, war ein verdammt schöner Tag. Sehr witzig. Ja, ich habe relativ wenig gefilmt. Halt nur die Essenssachen wie immer. Bisschen B-Roll. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Morgen gibt es nochmal Frühstück und jetzt wird es Zeit für mich in die Heia zu gehen. Ich habe mir schon alles gerichtet, dass ich mir den ersten Kaffee gleich morgen hier an der Hängematte machen kann. Also, ich wünsche wieder mir eine gute Nacht. Die letzte war ziemlich warm. Habe sogar geschwitzt tatsächlich mit dem leichten Silver Underkilt. Top Quilt. Ich habe auch den warmen Underkilt dabei. Jo. Also, bis morgen früh. Einen schönen guten Morgen zusammen. Oh. Wir haben jetzt fast 8 Uhr. Oh. Jetzt gibt es erstmal einen Kaffee aus der Hängematte. Oh, ja. Herrlich. Deswegen hatte ich wieder die brutalen Atemaussetzer heute Nacht. Da denkt man echt, der verreckt gleich. Und direkt der Duft dazu. Fantastisch. Eieiei, herrlich. Kaffee aus der Hängematte. Was gibt's Besseres? Thank you.
Ich freue mich so auf zu Hause. Nein. Bin ich viel zu voll für. Du hast keine Zeit, das ist es. Jo, gibt gleich noch ein leckeres Frühstück. Eisenhans ist schon am Abbauen, oder der hat schon abgebaut. Der Bachelor hat auch schon abgebaut. Jo. Da liegt auch noch die letzte Oma von Zoll drin. Hast du noch eine über? Hey, Talzit, hast nicht alles gegeben. Talzit ist noch da, willst du? Nee. Und Prazol habe ich alle gefressen. Also. Jo. Ein schönes Wochenende geht langsam zu Ende. Sehr geil. Mhm. Bitte, war das geil. Wir haben Wasser. Ja. Jetzt wird abgebaut. Sven ist schon abgebaut, hat schon abgebaut, Hau jetzt schon abgebaut. Dr. Ost ist auch schon alles weg. Jo, meins steht wie immer noch. Treffen ist vorbei, alle verabschiedet. Ich habe auch keinen Tschüss gesagt. Außer dir. Tschüss. Ich habe nur dir Tschüss gesagt. Sigi, okay. Hattest du eigentlich. War eine sehr, sehr schöne, heitere Runde. Und wie hat er mal gesagt, nächstes Mal trinken wir einmal einen, ne? Ja, dann mach's gut, ne? Danke mal fürs Tab. Gerne. Und wer denkt, die ganze Runde wäre hier asozial, das ist alles Müll. Und den verstreuen wir jetzt da hinten im Wald, wie immer. Der kommt natürlich mit nach Hause. Wollen wir verbrennen, Gerrit. Auf geht's zu den Autos. Ach ja, den Rucksack, den hatte ich ganz am Anfang mal erwähnt. Der Gregory Maven. Geplant eigentlich für eine Trekkingtour. Bin jetzt quasi mal das erste Mal im Einsatz. Also, es war ein schönes Wochenende. Ich sag Tschüss in die Runde. Das sagst du jetzt. Wir sagen Tschüss zu dir alleine. Penis! Ficken! Was? Ja, in die Runde sag ich Tschüss. Euch sag ich nicht Tschüss. Scheide. Welche Runde? Ciao, Matze. Ja. Tschüss. Tschüss. Sigi, hast du dich verletzt oder was ist das? Genau wie ich gesagt habe, ein ziemlich verrücktes Treffen, sehr genial. Das hat mir viel Spaß gemacht. Die Abschiedung war ein bisschen chaotisch. Wir wollten dann langsam und dann alle nach Hause. An der Stelle geht nochmal mein herzlichen Dank raus an Gus und an die gesamte Truppe von Ruhrpott Outdoor. Ich versuche es jetzt alle mal aufzuzählen. Den Dr. Ost, den Badger, den Rabauken, den Eisenhans, den Eckdorf, der kurz da war, trotz einer Erkrankung. Hat sich irgendwas am Fuß abgerissen. Wer war noch da? Ich glaube, das waren alle von der Long Creek war da, genau. Hat mich sehr gefreut, euch alle mal kennenzulernen. Ich hoffe, ich bin mir sicher, dass das nicht das letzte Mal war, dass wir uns getroffen haben. Wie gesagt, danke für die Organisation. Danke auch Adi ganz vergessen, den Aal-Adi, für das geile Essen. Sehr geil gekocht, definitiv eine Konkurrenz. Aber das war mir schon aus den letzten Videos klar. Eine coole Nummer, gerne wieder. Aber jetzt muss ich wieder in Askese gehen.
Also, ich sag euch jedenfalls danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wenn ja, wie immer, Daumen nach oben, einen Kommentar unter dem Video. Und ja, wenn noch nicht hat, abonnieren und die Glocke drücken. In dem Sinne, ich bin raus. Ciao. Glück auf.